Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hier ist Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hallo. Ich möchte heute keinen überfordern, weil wir haben ja heute Heiligen Abend. Den Heiligen Abend, sagt man ja eher, ne? Ja. Genau. Und wir haben heute hier im Studio den Marc Hagenbeck. Genau. Und ich bin auch da. Genau. Und ich habe heute Geburtstag und bin trotzdem am Arbeiten. Wie geil ist das denn überhaupt? Ja. Mein Lieber, ganz herzlichen Glückwunsch. Gottes Segen für dich und deine Familie. Ja, sehr besinnlich heute alles hier. Ja, es riecht auch so ein bisschen nach Weihrauch. Genau. Na, ich habe hier auch ein kleines Getränk genau. zum Aufmuntern. Und wir haben auch ein Geburtstagskind. Ja. Außer mir noch. Ja, wer hat mit mir gemeinsam Geburtstag? Lemmy Kilmister. Kennst du? Ja, genau. Natürlich. Lemmy Kilmister hat Geburtstag. Und am 24. Dezember haben wir aber ist auch was passiert. Genau. Was ist da passiert? Am 24. Dezember? Ja, du bist dran. Achso, ich bin dran. Genau. Ja, ist alles so ein bisschen langsamer. Wir sind ein bisschen besinnlich heute, meine Damen und Herren. Ja. Am 24. Dezember 1974 wurde die Heilige Pforte in Rom geöffnet. Beginn des heiligen Jahres 1975. Das Heilige Jahr. Warst du schon mal vor der Heiligen Pforte in Rom? Nein. Am Petersdom ist das, glaube ich, ne? Ist das der Petersdom? Genau. Genau, Petersdom. Da, wenn du da hinkommst, dann ist natürlich auch ein Eingang, aber die Heilige Pforte ist direkt daneben, riesengroßes Ding. Ja, hier sehen wir es ja, ne? Habe ich schon davor gestanden? Habe ich schon mal... Da warst du schon? Ich bin der Meinung, ich habe es auch angefasst. Kann man es anfassen? Weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall war ich da. Und echt pompös, sagt man ja. Ja. Pompös. Das war pompös. Das war der 24. Dezember. Wir halten heute uns ganz kurz, weil nämlich wir alle uns betrinken wollen. Das macht man ja so am Heiligen Abend. Ich mache hier einen auf besinnlich und jetzt fängst du an mit betrinken? Was ist denn sonst noch besinnlich? Was ist noch besinnlicher als betrinken? So in aller Freundschaft. Ja, hast recht. Ja. Ich feiere jetzt mal schön meinen Geburtstag. Cheerio, Miss Sophie. Die nächsten 10 Bier gehen auf dich. Na klar.